Ich bin der Manuel Wüthrich und das ist meine Leidenschaft. Also angefangen für die Faszination vom Rennvelo hat es eigentlich, dass ein Kollege mit einem Velo in die Schule kam, irgendwie in der 6. Klasse oder so, von seiner Mutter, die ich ziemlich schmale Pneuli hatte. Und ich durfte das irgendwie fahren auf dem Pausenhof. Und das hat mich echt fasziniert, dass man mit ziemlich wenig Kraftaufwand echt ziemlich schnell vorwärts kommt. Und so hat sich dann entwickelt, dass ich eigentlich nach einem Jahr, als ich das Velo gefahren bin, dann vom Kollegen, habe ich ein eigenes Rennvelo bekommen, ein Aluminium, dazumal noch, das ziemlich schlecht war. Mit Turnschuhen bin ich das gefahren und einfach mit nicht richtigen Rennvelo-Höschen, dass man das dann gespürt hat. Ja, so hat es eigentlich so angefangen, dass ich nachher wiederum etwa ein Jahr lang einfach auf dem Aluminium-Velo hier hauptsächlich um den Bielersee gefahren bin. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass es echt zu wenig grosse Gänge hat und dass ich gemerkt habe, dass es nicht ein richtiges Rennvelo ist, sondern nur ein City-Velo. Und so hat sich dann auch ergeben, dass ich irgendwann ein Carbon-Velo wollte, ein richtiges Rennvelo. Genau, das ist so ein bisschen die Geschichte, wie ich das Sommerrennen fahren bekomme. Im Zeitfahren ist es halt speziell, dass man dort alleine gegen die Zeit fährt und nicht wirklich gegen die anderen Starter. Das heisst, es ist ziemlich mental, dass man einfach über die relativ kurze Strecke von etwa 12-14 km einfach alles aus seinem Körper rausholt und sich der Schmerz sich einredet, dass das echt nur temporär ist und dass es dann echt vorbei ist. Irgendwann kommt dort die Anfahrt zum Rennen selber, wo man sich natürlich im Auto mit diesen Leuten um sich anfängt zu überlegen, irgendwie, was die Taktik ist, um die Kraft einzuteilen. Wie das Höhenprofil aussieht, bespricht man schon meistens vorher einmal, dass man sich auf das auch einstellen kann, auch mental. Irgendwann kommt man dann an beim Start des Rennens und geht dann direkt auch die Startnummer holen oder Sensor für die Zeitmessung. Weiter geht es dann mit dem Aufwärmen, was bei einem Zeitfahren besonders wichtig ist, da man einfach von Kilometer 0 an alles muss geben, bis es fertig ist. Nach dem Aufwärmen geht es auch an die Startrampe, wo man dann eingezählt wird. Und ab dem Pfiff geht es einfach los und man ist echt allein auf sich gestellt, um die Runde möglichst schnell zu beenden. Was man so während dem Rennen fühlt, ist einerseits echt gar nichts. Es sind Schmerzgefühle der Muskeln, es ist die Einteilung, wo man sich einredet, dass man nicht alles schon am Anfang gibt, aber dass man gleich so viel gibt, dass man nicht noch Energie hat am Schluss. Es ist echt auch Fragen, warum man das überhaupt macht. Wenn man aber nachher plötzlich die Ziellinie in Sicht hat und all die Leute, die dort ringsherum stehen, gibt es einem wieder wie einen kleinen Anstoß, um noch einmal alles zu geben. So dass man nachher, wenn man sie überquert hat, einfach komplett flach ist und auch schwer hat mit der Atmung, da man einfach aus dem Rhythmus rausgeht von einer extremen Leistung. Dass man trainieren kann und ganz vorne mithaben, bei der nationalen Spitze braucht es einiges an Material erstens und weiterum braucht es einen erheblichen Zeitaufwand.
und es kostet auch ordentlich Geld. Wie ich in ein Training starte, logischerweise lege ich mich zuerst an. Dann nimmt man Nahrung mit sich, weil man halt auch viel verbrennt, muss man während einer längeren oder härteren Trainingseinheit auch das Essen mit sich nehmen oder zu sich nehmen, besser gesagt. Dazu gehören verschiedene Arten von Powerstängeln über auch Koffeinshots oder Shells. Je nach Training ist halt unterschiedlich, was für größere Rennen oder wichtigere Rennen das anstehen, vom Höhenprofil her vor allem. Bei einem Zeitfahren gibt es mehr flache Einheiten mit einfach Intervall, zum Beispiel längere Belastungszeiten von irgendwie 3 Minuten oder 5 Minuten. Und dann gibt es eine kurze Pause nur und wiederholt sich noch einmal für irgendwie 8 Mal oder so. Die zeitaufwendigeren Trainings sind dann Ausdauerfahrten, wo es über 100 km in Distanz geht. Die gehen dann zum Teil 4, 5 oder 6 Stunden. Was aber nicht heisst, dass es mir keinen Spass macht, weil ich es halt liebe, auf dem Velo zu hocken und echt Zeit auch in der Natur zu verbringen und einfach Städte zu sehen oder Dörfer, die ich sonst nicht mehr sehen würde, wenn ich nicht mehr Velo fahre. Dass an der Schweizer Meisterschaft sehr warm war und ich das auch gewusst habe, dass es warm wird sein, habe ich mich in der vorherigen Woche bereits darauf vorbereitet, indem ich sehr viel getrunken habe und so probiert habe, dass ich auf keinen Fall dehydriert ans Rennen starte. Was nachher so weit war, war es wie zu erwarten, sehr heiß und alle Fahrer waren schon vor dem Rennen am Schwitzen. Nach dem Startpfiff ist das Feld losgefahren, ganz gemütlich, bis es dann zum ersten Anstieg kam, wo bereits die ersten Spitzenfahrer angegriffen haben, dass sie das Feld verkleinern können und somit ihre Gewinnchancen erhöhen. Was nicht wirklich funktioniert hat, gerade am Anfang, sind ziemlich alle noch mitgekommen und müssen als gesamtes Feld durch die erste Runde durchkommen. In der dritten Runde wollte ich unbedingt, dass wir das Feld verkleinern und somit hart angegriffen und es geschafft, das Feld zu minimieren auf nur noch etwa die Hälfte der Fahrer. Als wir nachher nur noch zu dritt in die letzte Runde gestartet sind, haben wir alle gewusst, dass einer von uns Schweizer Meister werden wird, was sich nachher noch ergeben hat an diesem kleinen, steilen Anstieg mitten im Rennen. Nämlich ist dort hier ein Attacke erfolgt und ich bin als letzter von diesen drei Fahrern über einen Hügel gefahren und habe schon gedacht, ja, jetzt werde ich halt dritt. So ist es gekommen, dass der attackiert hat, ist solo erst geworden. Aber ich habe auf der Ziellinie, auf den letzten 100 Metern, noch den zweiten Fahrer überholen und bin somit Vize-Schweizer Meister von 2019 geworden. Da das meine erste Saison bei den nationalen Rennen war, hätte ich auf jeden Fall Anfang davon nicht glauben können, dass ich bei der Schweizer Meisterschaft auf das Podest kommen würde. Dank all diesen Top-10-Platzierungen bei den nationalen Rennen ist es mir jetzt möglich, dass ich mit der Nationalmannschaft an einem internationalen Etappenrennen starten in Luxemburg noch dieses Jahr. Wo ich mich natürlich sehr darauf freue und bereits jetzt schon am Trainieren bin dafür. Das ist natürlich etwas, das einem
viel Zeit nimmt, für irgendwie mit Kollegen etwas zu machen oder dass man das muss irgendwie unter einen Hut bringen, die Lehre, die man dran ist und das Training, dass es da nicht eins irgendwie überhand gewinnt. Ich persönlich finde, dass Erholung sehr wichtig ist für den Körper, halt auch wenn man Spitzensport macht, dass es nicht heisst, wenn man jeden Tag 100 km fährt, dass man dann viel besser ist. Weil ich baue einfach auch darauf, dass man dem Körper Erholung gönnen muss. Und das mache ich unter anderem eben, dass ich zum Beispiel auch in einer normalen Trainingswoche ohne Rennen am Wochenende, dass ich dann einen Tag etwa gar nicht fahren will und die anderen Tage auch nicht jeden Tag voll hart fahren. Für mich ist das Velofahren mittlerweile fast mehr wie als nur ein Hobby geworden. Es ist wie etwas, das man einfach automatisch wie macht. Wenn man heimkommt, geht man trainieren. Es ist wie wenn man am Abend echt die Zähne putzt. Man macht es einfach. Und Velofahren ist echt wie zum Lebensstil geworden. Dass man einfach trainiert, dass man einfach Rennen fährt. Und es macht echt Spass. Es gibt mir auch wie Bestätigung für mich. Und ich habe das Gefühl, es macht mich echt zu einem besseren Mensch, der Sport an sich.